Und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem neuen Gameplay-Commentary auf unserem Kanal. Im Hintergrund seht ihr ein kleines Halo Reach-Gameplay, was tatsächlich gestern, war das gestern, gestern oder vorgestern entstanden ist, als der Quert, der Ishma oder der Eddie, der Arvid und ich nochmal Reach gespielt haben. Unter anderem natürlich, weil Eddies Xbox One momentan leider kaputt ist. Ja, aber auch irgendwie einfach so. Und ich fand, es hat doch allgemein recht viel Spaß gemacht. So, vor allem davor haben wir nochmal ein bisschen Slayer gespielt. Und trotz Blumen, keine Ahnung, ich hatte irgendwie einfach Spaß. War gut. Mag auch daran liegen, dass ich ja relativ wenig Halo in letzter Zeit online gespielt habe. Das letzte Mal davor war, als ich beim Quert tatsächlich war. Ich weiß, das ist immer so die Frage. Das könnt ihr mal in die Kommentare bitte schreiben, weil ich mir immer unsicher bin, wie wir da jetzt verfahren. Was findet ihr cooler? Ja, wenn wir einfach unsere echten Namen benutzen, was für mich halt einfach normaler ist und konsequenter, keine Ahnung. Oder ob wir bei unseren Nicknames bleiben sollen, weil warum auch immer. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Genau, weil das verwirrt mich jetzt gerade hier momentan irgendwie doch ein wenig. Und jetzt hier die Long Range Rocket. Guck mal, ich hätte gar nicht gedacht, dass es klappt, aber wir bleiben da einfach stehen. Zack. Naja. Ganz gleich, was ich sagen wollte, hatte ich relativ viel Spaß, jetzt Reach oder generell Halo mal wieder online zu spielen, weil ich doch in letzter Zeit verhältnismäßig wenig gespielt habe, weil die MCC bei mir immer noch nicht richtig läuft. Und ich mich langsam echt frage, warum, weil bei allen anderen läuft sie halbwegs. Und ich hatte die Vermutung, aber das, ich weiß nicht, ich wüsste nicht genau warum. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, so ganz banale Gründe. Ich habe halt die UK-Version. Und weiß ich nicht, ob das da jetzt ein Problem sein sollte, aber eigentlich glaube ich das nicht. Und meine Leitung ist natürlich nicht die beste, das ist mir bewusst. Allerdings kann ich auch an der One, zum Beispiel, keine Ahnung, Battlefield 4 konnte ich da zocken, irgendein COD habe ich glaube ich sogar auch mal gespielt. Assassin's Creed konnte ich im Multiplayer spielen und halt Titanfall vor allem noch. Also dementsprechend da doch einige Games, die ich einfach ganz normal online spielen kann. Nur halt irgendwie die MCC nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht habt ihr noch Vermutungen und könnt mir da jetzt irgendwelche Problemlösungsstrategien nennen. Keine Ahnung. Dennoch würde ich eigentlich gerne. Jetzt ist es hier nämlich schon wieder ein Reach-Gameplay. Ich würde wieder mehr Commentaries machen wollen, zumindest ein bisschen mehr, weil wir haben zwar einige Videos in der Zeit gemacht, aber es waren halt nicht unbedingt so viele normale Commentaries, so wie früher. Und ich würde halt auch gerne ein bisschen Halo 2 Anniversary zum Beispiel zeigen, kann da aber nichts erspielen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, rufe ich euch doch mal wieder dazu auf, dass ihr mir Gameplays schickt. Ja, einfach dann eine PN an mich auf Xbox Live. Und dann ladet ihr das Gameplay in euer Fileshare hoch und dann lade ich mir das runter und ja, zeige es gegebenenfalls. Ja, was zu den Gameplays, was sollen das für Gameplays sein? Naja, also halt nicht in der letzten Ecke die ganze Zeit hocken, ne, aber ich gehe mal davon aus, dass das eh nicht unbedingt die Praktiken sind, die alle dann so vollführen, wenn sie Halo Online spielen. Und halt irgendwie so ein Amok wäre schon schön. Also, ihr müsst jetzt nicht alles wegbashen, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Unfriggin' Believable schickt. Aber muss nicht sein. Genau, und halt im Optimalfall oder primär geht es mir halt um Halo 2 Anniversary Gameplays. Aber wenn ihr mir jetzt ein echt geiles Halo 3 Gameplay oder Halo 4 schickt aus der MCC, nehme ich das auch gerne so mit. Und hier, Mann, Freunde, wir waren. Das war das heroische Triumvirat. Wir saßen zu dritt im Warthog und wollten endlich mal die Flagge holen, weil unser Team doch relativ inkompetent war. Was ihr auch vorhin gesehen habt, als der einfach die Flagge fallen gelassen hat, als er bei mir hinten auf dem Mongoose saß. So, dann hatten wir es fast geschafft und dann durch irgendeinen Scheiß sterben wir so kurz davor noch. Wir hatten jetzt schon Angst, aber gut, hat der AVT jetzt reingebracht. Ja, also das wollte ich mal ansprechen, denn es, wie gesagt, würde mich halt schon. Ja, sehr freuen, wenn ihr mir da jetzt ein paar Gameplays schicken könntet. Ansonsten werde ich da weiter mit Reach und Halo 3 und alten Halo 4 Gameplays verfahren. So wie es aktuell halt der Fall ist. Oder halt auch mal Reach. Und das wollte ich euch auch nochmal fragen, genau, ob ihr
wenn ich weiterhin die MCC nicht spielen oder kaum spielen kann, ob ihr dann mal was gegen gutes altes Reach oder Halo 3 Live Commentary hättet. Ja, oder auch Halo 4, ich muss halt gucken. Bei Reach weiß ich, kann man auf jeden Fall noch Leute finden. Bei den anderen habe ich es jetzt auf der 360 noch nicht ausprobiert. Deswegen müsste ich da mal schauen, wie das so klappt. Wie viele Leute das noch so spielen. Aber gegebenenfalls vielleicht ja der eine oder andere doch. Wobei Reach natürlich ein Sonderling ist, weil es das halt einfach nicht auf der One gibt. Und deswegen weiß ich nicht, ob jetzt so viele Leute noch Halo 3 auf der 360 spielen. Aber gut. Würden wir alles sehen, könnt ihr auch mal bitte in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu denkt. So, ansonsten wollte ich jetzt noch mal kurz, ja, eine andere Sache erwähnen. Und zwar habe ich mir ja habe ich zum Abitur ein Surface bekommen. Meine Brüder haben immer einen Laptop bekommen und ich habe halt gesagt, nee, ich würde lieber einen Surface haben wollen. Und ja, das ist tatsächlich dann halt jetzt schon auch eine Weile her. Wie lange habe ich das jetzt? 3 Wochen? 4 Wochen? Weiß ich gar nicht. Ungefähr irgendwie sowas. Und ich muss sagen, bisher sehr guter erster Eindruck. Also es ist allein schon so, das finde ich ist auch immer wichtig und kommt manchmal zu kurz. Es wird dann mal so kurz nebenbei erwähnt, aber auch einfach vom Gefühl, wie es sich anfühlt, dieses Gerät zu bedienen und damit zu arbeiten, wofür ich mir das Surface ja größtenteils geholt habe. Klar, es ist auch cool, YouTube-Videos damit zu schauen, habe ich festgestellt. Weil es einfach irgendwie sehr entspannt ist. Wenn man damit dann im Bett liegt oder so, keine Ahnung. Aber es funktioniert auch unglaublich gut damit zu arbeiten, wenn ich dann halt jetzt ab Oktober dann studiere. Genau, Abitur übrigens, wen es interessiert. Das kommt jetzt eh wieder mega angebermäßig rüber, sagen sich manche. Ist gut gelaufen, tatsächlich. Also vor allem für das, was ich reingesteckt habe, ich war am Ende ja doch ein bisschen faul, fand ich zumindest. Und ja, also ich habe einen NC von 1,7 und bin damit eigentlich relativ zufrieden. Genau. Und habe mich dann jetzt zwar ein bisschen kurzfristig dann doch, weil ich ja eigentlich vielleicht noch hätte, wollte ins Ausland gehen, wollte, was allerdings jetzt nicht mehr geklappt hat und mich dann relativ kurzfristig noch, weil ja am 15. Oh, was heute ist? Heute! Tatsache, wo ich das jetzt hier aufnehme. Also heute wäre die Frist gewesen an den normalen Unis, wo man sich halt wirklich bewerben muss und sich nicht einfach einschreibt. Was heißt normale Unis? Also da, wo man sich bewerben muss für die Studiengänge, ist heute Frist. Eigentlich fast überall. Und dementsprechend muss ich mich dann auch ein bisschen beeilen und so, aber habe mich jetzt in Tübingen beworben. In Tübingen tatsächlich, genau. Und in Göttingen muss man sich nur einschreiben. Und wer jetzt wissen will, was ich studiere, ja, ich werde Germanistik und Englistik studieren, also oder deutsche Philologie und englische Philologie. Also im Endeffekt geht es mir darum, deutsche und englische Literatur zu studieren. Klar, die sprachlichen Sachen und so und sprachwissenschaftlichen Teile werden, denke ich mal, auch interessant. Aber es geht mir halt vor allem um die Literatur. Genau. So, und was ich euch jetzt auch nochmal fragen wollte, ist, ob ihr nochmal ein genaueres Video zum Surface haben wollt, wo ich das so vielleicht einfach mal zeige, nochmal sage, so, hey, die und die Apps habe ich jetzt, das und das finde ich cool, das und das finde ich vielleicht weniger cool, wenn, also das würde jetzt noch ein bisschen dauern, weil ich halt mich doch nochmal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen muss, so, weil es bisher halt erstmal erster Eindruck ist oder so. Aber wenn jetzt in so ein paar Wochen, dann würde ich vielleicht nochmal so ein Video machen, wenn euch das denn interessiert. Genau. So, also. Und dann wollte ich nochmal darauf hinweisen, es ist heute so ein Themenwirrwarr. Mal wieder. Wollte ich nochmal darauf hinweisen, wen es interessiert. Oder vielleicht hat es der ein oder andere auch schon aufgeschnappt. Ich habe es auch auf unserer Facebook-Fanpage, die wie immer in der Beschreibung steht, also könnt ihr auch gerne vorbeischauen, auch schon mal gepostet. Ich mache ja auch Musik und tatsächlich. Ich mache das schon seit einer ganzen Weile so, aber jetzt endlich habe ich mich auch mal dazu aufgerafft, kann man nicht sagen, aber beschlossen, halt auch mal so ein bisschen das mehreren Leuten zu zeigen, wenn man so will, und das ein bisschen öffentlicher zu machen. Habe deswegen einen nochmal extra Channel gegründet oder erstellt, heißt Silas, das ist dann, wenn man so will, mein Künstlername, aber Künstlername klingt auch mal so hochgestochen. Ja, und da ist bisher ein Video oben, aber das zweite, also mit einem Song, den ich dann halt quasi live und akustisch performe, denn
wen sich jetzt fragt, in welche Musikrichtung ich gehe, ja, akustische Singer-Songwriter-Schiene, man, sie denken sich da jetzt, oh mein Gott, what the fuck? Aber ja, das ist halt einfach mein Ding und ja, mir geht's da mit meiner Musik um viele Sachen. Das würde ich dann aber auch vielleicht, wenn es euch interessiert, in einem extra Video nochmal genauer erläutern. Aber inspirieren lasse ich mich davon so Leuten wie, ja, Damien Rice, Passenger oder auch Ed Sheeran zum Beispiel. Den kennen, denke ich mal, die meisten, aber Passenger sollte eigentlich auch mehr oder weniger bekannt sein und Damien Rice hat man vielleicht auch schon mal von gehört. Ja, das sind so Leute, von denen ich mich dann inspirieren lasse oder auch ein bisschen Stu Larsson oder so. Ja, so in die Richtung geht's und das ist so dann. Aber wenn es interessiert, ich verlinke das auch mal und auch die Facebook-Seite, da ist es dann vielleicht noch interessanter für den einen oder anderen, was ich da poste. Ist allerdings auf Englisch gehalten, die Fanpage, weil ich auch auf Englisch schreibe und dementsprechend dann halt auch da Leute nicht irgendwie verwirren oder ausschließen möchte, weil ich dann halt auf Deutsch da meine Facebook-Seite leite. Genau, also um nochmal zusammenzufassen, möchtet ihr ein Video vom Surface nochmal haben oder vielleicht auch mehrere, schickt mir Gameplays. Also mein Gamertag steht auch nochmal in der Beschreibung. Und schickt mir einfach eine PN und dann packt das in euer File-Share und sagt mir, welchen Titel das Ding trägt oder was auch immer in der MCC am liebsten. Halo 2 Anniversary Gameplays. Genau, und was haltet ihr davon, wenn ich nochmal ein Reach oder Halo 3 Live-Commentary mache? Und zu guter Letzt, was haltet ihr von unserer Namensdebatte, sage ich mal? Also sollen wir lieber unsere echten Namen verwenden, echten Vornamen oder doch unsere Nicknames? Genau. So viel dazu. Würde mich mal alles sehr interessieren. Und schaut mal, würde mich sehr freuen, auf Silas vorbei, auf meinem Channel. Da kommt natürlich nicht so oft was wie jetzt hier, weil halt, es ist quasi halt wie ein normaler Künstler, also Artist, Music Artist Channel. Und dementsprechend, ja, kommt da halt alle 2 Monate vielleicht mal ein Video oder so, aber. Ja, wer das sehen will, am besten ist es halt, wenn ihr einfach die Facebook-Seite liked, weil da dann doch das Aktuellste immer zu hören, zu sehen, was auch immer ist. Genau. Ja, alles in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und es kommen wieder mehr Commentaries, wenn ich Gameplays habe, beziehungsweise, ja, auch nicht. Mal sehen. Ich habe nämlich einige Themen wirklich dann auch nochmal, was dann nicht so ist wie heute, so ein Wirrwarr. Aber gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Beschreibung lesen und ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.